Ich habe euch gefragt, welches ist euer Fresh-Torge-Lieblingsvideo 2018? Über 120.000 Votes sind eingegangen und das hier ist euer Ergebnis. Heute Platz 5. Lexa und die Halloween-Nacht. Entschuldigung. Alter, verpiss dich aus meiner Wohnung! Das war wirklich ein langer Abend. Wir haben das lustigerweise alles, fast alles hier im Büro gedreht, ja. Also wo ich schneide. Genau. Den Schluss haben wir bei Matze zu Hause gedreht. Ja. Die legendäre Szene im Bett mit Lexa und Trisha. Ich bin im Trisha drin. Ein Satz, den sicherlich schon viele Jungs gesagt haben. Trisha, was ist los? Lexa. Und wir haben ein paar schicke Bilder hinbekommen, auch mit dem Clown. Das hört sich an, als wenn wir sonst nie schicke Bilder hinbekommen. Nein, ist ja auch so. Wir haben wirklich mal gute Bilder hinbekommen. Tatsächlich. Das kommt halt, wenn man sich mal ein bisschen Mühe gibt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die... Ich bin die Geilste. Guck dir die anderen Mädels doch mal an auf meiner Schule. Sieht aus wie Hacke-Peter. Hallo, Lexa. Hallo. Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Ich bin doch nur ein Clown. Ich bring die Menschen zum Lachen. Haben wir das eigentlich verraten, dass du unter dieser Maske steckst? Haben wir, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall in der Insta-Story haben wir es, glaube ich, verraten. Stimmt, wenn ihr auf Instagram gefolgt hättet, dann hättet ihr es gewusst. Aber das ist wirklich Matze, ich muss wirklich sagen, in einer der besten Performances, die du jemals hingelegt hast. Ich bin wirklich begeistert von mir. Also ich finde, ich hätte Potenzial. Nein, wirklich, Lexa, ich bin ein lustiger Clown. Ich bringe Freude in dein Leben, zum Beispiel mit lustiger Musik, die ich spiele. Hör gut zu. Ich finde auch, wie toll du Trompete spielst. Das wusste ich gar nicht von dir. Nein, das sind halt die verborgenen Talente. Das Badezimmer ist tatsächlich auch hier im Büro. Ich habe mir ein ganzes Haus gemietet, wo ich schneide. Ich brauche ja auch ein bisschen Platz für Talkshow ist hier drin, Studio. Ich brauche einen Platz für, wo die Kostüme drin sind und sowas alles mit verschiedenen Kulissen. Und deswegen gibt es auch hier auch ein Badezimmer. Sogar zwei. Sogar zwei Badezimmer, ja. Wir hatten erst Angst, dass diese Feuerdinger nicht angehen. Die haben wir übrigens schon mal benutzt. Die haben wir schon ewig bei Bär grillt. Irgendwas mit Waschbär. Auch ein ganz altes Video. Was haben wir in Dänemark mal gedreht? Mist, so ein Mist. Trisha, du alte Bitch. Machst du dir Fesselspielchen oder was? Wartest auf einen geilen Typen? Stehe ich ja auch drauf, aber ich habe gerade andere Probleme, das können wir glauben, du. Was in der Schlussszene, glaube ich, niemandem aufgefallen ist, wir haben nämlich in der ganzen Hektik, weil wir das alles an einem Abend gedreht haben, haben wir die Perücke von Trisha nicht gefunden. Das ist eine ganz andere Perücke. Eigentlich hat sie ja ganz rote Haare und da hat sie jetzt so, lila-pinke Haare. Das ist fast, ich habe keinen Kommentar gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich bin im Trisha drin. Ein Satz, den sicherlich schon viele Jungs gesagt haben. Vielleicht dachte man sie auch, weil sie vom Teufel besessen ist, hat der Teufel ihre Haare gefärbt oder irgendwie sowas. Man hätte es ja alles künstlerisch irgendwie erklären können. Selbstverständlich, würde definitiv Sinn ergeben. Ja. Trisha, was rufst du mich an? Es ist 3 Uhr morgens. Halt die Fresse, gehen wir morgens Skaterpark? Ja, was? So früh? Nee. Ja, gut, stehe ich halt 14 Uhr auf, alles klar. Lustiger Funfact übrigens, als wir fertig waren mit dem Dreh, wollten wir beide wirklich dringend auch nach Hause. Du musstest noch nach Wesseburen wieder, um was zu holen. Und ich musste nach Hause. Und wir wurden beide geblitzt. Und beide an der exakt selben Stelle. Und wie viele Minuten waren dazwischen? 2. 2 Minuten waren dazwischen. Und jetzt die große Frage, wer hat gewonnen? Also wer hat weniger? Wer ist langsamer gefahren? Ich. Und Matze hat sogar einen kleinen Punkt bekommen. In Flensburg. Sonst sind Punkte ja eigentlich auch was Gutes. Ja, aber da. Das war nicht so gut. Nee, das war auch echt. Lexa, dies ist eine Prüfung. Scheiße, Matheprüfung, ich hab's vergessen. Wie ist die Geschichte eigentlich ausgegangen mit Lexa und Trisha? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Die Enden meiner Videos sind ja manchmal immer sehr merkwürdig. Danke, dass es vorbei ist. Dankeschön. Ey, beruhig dich. So schlimm war es jetzt auch nicht. Und du bist auch wirklich Trisha? Los, sag schon, wie geht's dir? Wie geht's dir? Mega geil.
Platz 5, Lexas Halloween-Nacht. Nächste Woche sehen wir dann Platz 4. Schaltet da gerne wieder ein, nächsten Samstag. Platz 4, sind wir sehr gespannt, was ich das geworden ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe ja keine Ahnung. Nee, wie auch generell im Leben hat er keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.